up and take the rub, that's it to the lab. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Wildstar Free-to-Play Closed Beta. Wieder mit unserem Meuchler. Und ja, der zweite Part. Jetzt, in diesem Part wollten wir uns erstmal als erstes die neuen freischalteten Fähigkeiten angucken. Die haben wir jetzt hier anscheinend schon gesetzt, aber wir können ja nicht alle auswählen, weil hier immer dieses Platzproblem in Wildstar herrscht. Deswegen gucken wir uns erstmal alle an, was sie machen und wählen dann aus, welche Fähigkeit wir benutzen wollen, also halt hinziehen wollen. Ja, manifiert eine Psi-Klinge, die nach 30 Sekunden zum nächsten Gegner wird und immer wieder einen Psi-Punkt erzeugt. Okay, dann haben wir, was haben wir noch freigeschaltet? Lol, als ob es jetzt gewesen ist. Stand doch noch irgendwas. Verlassen, Gedankenstoß, Zermalm. Hä, die hatten wir aber auch schon vorher freigeschaltet. Ach so, wahrscheinlich war das nur. Okay, das war nur so. Ach so. Das hat er nur so angezeigt. Okay, also wir haben anscheinend nur eine Fähigkeit freigeschaltet. Dann passt das Ganze doch relativ gut. Haben das jetzt so. Und ja, mehr wollen wir auch gar nicht. Was macht eigentlich dieser Buff? Das würde mich mal interessieren. Okay, absorbieren. Und es gewährt einen Unterbrechungsschutz. Ja, das ist schon ganz nice, der Buff. Ja. Vor allem im PvP ist der ganz nice. Willst du trainieren? Und dann gehen wir jetzt mal die Quest ab. Da kriegen wir Schultern. Vom Aussehen her lassen wir uns ja eh nicht manipulieren. Ihr seht, wir haben ja unser Kostüm. Da brauchen wir uns nicht manipulieren zu lassen. Aber für die Stats ist natürlich besser. Und was wollten wir jetzt machen? Ah ja, genau. Wir müssen jetzt erstmal. Wir questen natürlich ganz normal. Ich weiß nicht, was ich da jetzt großartig zu kommentieren soll. Da kann man schlecht kommentieren bei Questen. Aber wir mussten jetzt gerade mit dieser Frau sprechen und geben jetzt mal die Quest ab. Ich weiß gar nicht, was man jetzt hier so großartig beim Questen kommentieren soll. Das ist noch ein bisschen schwer für mich. Hoffe, ihr versteht das. Ich versuche es einfach mal in den nächsten Parts immer mehr zu bessern. So. Jetzt müssen wir lebendige Kerne sammeln, aber davor gibt es noch einen kleinen Film. Ja, bis gleich. Okay, nur so ein komischer Baum. Mal gucken, was wir da jetzt machen müssen. Wir folgen einfach mal unserem Pfeil dahin. Wir müssen hier anscheinend runter. Mal gucken, kriegen wir Vielfaltschaden? Nee, ging eigentlich doch klar. Und hier müssen wir jetzt hier diese lebendigen Kerne sammeln. Mal gucken. Ah, wir müssen dafür hier solche Mobs killen. Nehmen wir jetzt einfach mal den. Dann stören wir den. Ah, man kann hier irgendwie, das ist mit Ladung. Da weiß ich selber nicht genau, was das ist. Die Herausforderung brechen wir auf jeden Fall erstmal direkt ab. Das habe ich auch nicht vor, großartig zu machen in diesem Let's Play. Da will ich nicht die Herausforderung machen, die auf Zeit gehen. Da will ich einfach nur die ganz normalen Quests und Nebenquests machen. Ja, ich denke oder hoffe, dass ihr das versteht. Ist auch, denke ich, aber verständlich, dass ich nicht wirklich alles machen kann. Sonst wird das hier stundenlang gehen. Und ich möchte ja auch möglichst weit kommen, bevor mein Charakter eventuell resettet wird. Eventuell auch nicht, aber ja. Deswegen möchte ich auch erstmal möglichst weit in dieser Staffel sozusagen kommen. Okay. Haben wir das? Und dann müssen wir nur noch einen. Ja, ich muss erstmal einen suchen. Da hinten ist einer. Perfekto. Dann greifen wir ihn mal an. So. Hier, bla bla bla. Ja, ich habe mich schon ein bisschen jetzt an die Skills gewöhnt. Also ich finde, wenn man ein bisschen sich damit eingespielt hat, geht Mage eigentlich klar. Nur wenn man davor überall Nahkämpfer gespielt hat, das heißt Meuchler, Krieger etc., dann ja, muss man sich erstmal wieder umgewöhnen. Aber das habe ich schon ganz gut gemacht nach
keine Ahnung, ein paar Minuten. So, erstmal den neuen Helm ausrüsten. So, dann können wir jetzt auch erstmal unser Helmkostüm einsetzen. Das konnten wir vorher noch nicht, weil wir ja noch keinen Helm hatten. Jetzt können wir das Ganze. So. Lol, wir haben doch unser Kostüm, was wir auf unserem Main, was ich auf meinem Main habe, können wir trotzdem ausrüsten. Das wusste ich jetzt nicht. Sorry, dass ich da ein bisschen auf dem Boden lag. Dann können wir ja das vielleicht mal ausrüsten, weil ich finde, das sieht auch ganz nice aus oder sogar noch besser fast. Mal gucken. Ja, nehmen wir das einfach mal. Und ja. Okay, dann müssen wir jetzt die Lebenswurzel mit Energie versorgen. Da folgen wir einfach mal wieder den Fall, wie gewohnt. Und ich finde, das sieht jetzt noch besser aus, das Kostüm. Passt. Also ja, mal gucken. Ich kann ja mal switchen zwischendurch. Und ja, also anscheinend sind alle Kostüme accountgebunden. Das finde ich ganz nice. Ja, jetzt müssen wir noch den anderen mit Energie versorgen. Und dann haben wir auch schon den Teil abgeschlossen. Und sind damit dann durch. So. Okay, dann müssen wir jetzt mit jemandem reden zum Abschluss der Quest. Da gehe ich einfach mal wieder auf mein schönes Hoverboard. Heißt es so? Nee, Hyperboard. Okay, sorry. Hyperboard. Ich weiß nicht, vielleicht kann man damit sogar über Wasser schweben, weil es schwebt ja. Das wäre auf jeden Fall realitätsgetreu. Also kann schon ganz gut sein. Und dann gucken wir mal. Gehen wir mal die Quest ab und nehmen die neue an. Und müssen jetzt Espernische Schnittstelle benutzen. Wo ist das? Hier oben. Okay. Das müssen wir hier benutzen. Oder aktivieren. Und was jetzt? Jetzt kommt ein kleiner Film, also bis gleich. Okay, jetzt müssen wir mit Altwurzel reden. Ah, hier ist er schon, okay. Und bekommt neue Schuhe. Okay, und wir sind Level Up. Jetzt kommt auch die Animation, die kommt immer ein bisschen später. Okay, und nehmen dann einfach mal noch die Quest an. Manchmal ist sie das Einzige, was einem bleibt. Seelenernte, wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Die haben wir jetzt hier auch direkt, weil wir halt neben dem Stufenaufstieg noch einen fünften Platz freigeschaltet haben. Und was macht diese Attacke? Verursacht 181 magischen Schaden bei einem Gegner und erzeugt einen Psi-Punkt. Okay. Also auch ganz nice. Aber die können wir erst einsetzen, wenn wir über 2 Psi-Punkte haben. Also einfach ein bisschen draufhauen und dann können wir die Fähigkeit einsetzen. Ja, ich habe jetzt einfach mal nochmal die Quest angenommen. Und dann helfen wir jetzt erstmal als allererstes den Leuten. Ne, stimmt. Ja, wir müssen die Quest von denen erfüllen. Logisch. Ja, dann haben wir jetzt alle Quests angenommen, glaube ich. Und dann machen wir jetzt einfach mal erstmal die zweite Quest. Sammle Rinde voll Nistdrüsen. Ja, okay, die sind etwa gleich entfernt. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal dahin. Gehen am besten auf unser Mount, damit wir uns schneller bewegen. Und ja, das finde ich auch in Wildstar ganz gut, dass man, wenn man einen Mount hat, also sei es über diese Authentifikation da oder über andere Sachen, dass man das dann auf allen Accounts hat, allen Charakteren hat und dass man dann entsprechend auch, wie heißt, dass man dann entsprechend auch das mit beliebigen Level reiten kann, das finde ich ganz gut. Und wir müssen jetzt hier diese Gegner angreifen. So, so. Unsere neue Fähigkeit können wir noch nicht einsetzen, glaube ich. Nee. Konnten wir gerade ganz kurz, aber haben zu spät reagiert. Ich weiß nicht, wann oder wie genau das geht. Aber um mich jetzt wirklich in die krassen Skills und Fähigkeiten eines Espers rein zu versetzen,
Habe ich jetzt erstmal wenig Zeit. Vielleicht kann ich das ja im Privat nochmal machen. Für das Let's Play. Oder ich denke, im Verlauf des Let's Plays werde ich auch noch viel über den Mage an sich. Ich nenne es jetzt am besten immer Mage. Weil es ja auch im Prinzip Mage ist. Werde ich da im Verlauf des Let's Plays auch, denke ich mal, viel lernen. Die Skills auch in richtigen Zeitpunkten einzusetzen. Momentan haue ich einfach nur drauf. Wie die meisten das, denke ich mal, auch machen würden. Die die Klasse noch nicht kennen. Und ja, im Prinzip müssen wir jetzt nur Gegner killen, die Drops aufnehmen und hier diese komischen Dinger einsammeln. Also momentan noch ganz entspannt. Ja, also ich hoffe, euch gefällt einfach dieses Let's Play, dann lasst doch einfach mal eine positive Bewertung da. Ich gebe auch relativ viel Mühe oder sehr viel Mühe für diese Videos. Und ich hoffe, die Soundqualität passt in etwa, ich bin mir aber nicht sicher. Ich mache die gerne immer etwas leiser, aber ich weiß nicht, ob es dann in der Aufnahme wirksam wird. Ich mache es halt immer gerne etwas leiser, damit ich mich mehr aufs Reden konzentrieren kann. Weil wenn mir da immer eine Stimme dazwischen funkt, kann ich mich schlecht konzentrieren. Aber wenn ich diese Stimme halt entsprechend leiser mache, kann ich mich halt besser konzentrieren. Als wenn sie laut wäre. Da kann ich mich schlecht bei reden. Ja, wir müssen nochmal hier ein paar Mobs killen und die Drops aufnehmen, aber... Wir sehen halt keine Freien, die gerade nicht von Spielern angegriffen werden. Können wir... Nee, hier in Ordnung, hier können wir nichts mehr mitmachen. Ah, hier ist einer, okay. Die können wir aber schon mal abschließen, die Quest. Okay, haben wir die schon mal abgeschlossen. Und... Können jetzt auch direkt eine neue annehmen. Okay, da müssen wir halt noch was machen. Aber erstmal machen wir die fertig. So. Zack, zack, zack. Also ich finde, das sieht doch ganz nice aus mit der Animation eines Mages. Also ich finde Mage an sich auch voll geil. Aber mein anderen da, mein Meuchler auch natürlich. So, wir müssen gleich eine Königin töten, aber bevor wir das machen, rüsten wir uns erstmal neue Sachen aus und da greift schon ein Gegner an. Nervig, nervig. Ich finde es immer nervig, dass die hier labern, wie sie wollen. Weil wenn man ein bisschen laut ist, ja okay, aber die labern halt hier extrem viel in Wildstar. Aber okay, dann gucken wir mal, wir wollten ja gerade noch was im Inventar machen, genau. Hier haben wir eine Tasche, die unser Inventar erweitert. Das ist nice. Ich weiß jetzt erstmal die überschüssigen Sachen weg. So. Dann haben wir jetzt hier noch eine neue Tasche. Und das enthält wieder eine Tasche, die unser Inventar erweitert. Auch ganz nice. Ja, sonst war es das im Prinzip für das Inventar. Widmen wir jetzt mal wieder in den Quests. Was müssen wir denn hier machen? Wir müssen nach hier unten irgendwie mal gucken. Aber ich würde sagen, das Ganze machen wir einfach mal in der nächsten Folge. Ich habe jetzt schon mal genug gemacht für diese Folge. Ich habe ja gesagt, die sollen immer so zwischen 10 und 15 Minuten lang werden, die Folgen, damit sich auch Leute angucken. Ja, der erste Part war jetzt halt ein bisschen länger, 17 Minuten, aber dann gucken sich halt mehr Leute an, bis zum Ende an zumindest, wenn der Part halt so 10 bis 15 Minuten lang geht. Ja, deswegen hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Freut euch auf die nächsten Parts und freut euch auf die Minecraft-Videos. Ja, bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.